Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Engel. Und ja, freue ich mich, weil wir haben über einen Monat nicht gespielt bisher, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Mal schauen, ob wir überhaupt noch reinkommen, überhaupt noch wissen, worum es hier überhaupt geht und so weiter und so fort. Ja, mit mir heute dabei sind der Hotney als Inariel ein wegesuchender Engel. Hallo. Moment, ich muss hier, da, Bild hat er. Gut, dann winke ich nochmal, hallo. Ja, und die Anführerin der Schar, Cetariel, wird gespielt von Feder. Hallo. Dann haben wir den Todesengel und Kämpfer der Schar, Daniel, und der wird gespielt von D-Rex. Hallo. Dann Liberiel, ein wissensuchender und wissenhortender Engel, gespielt von Yamera. Schönen guten Abend. Last but not least, ein heilungskundiger Engel, namens Lyriel, gespielt von Loki's Vibe. Abend. Ja, und wir befinden uns immer noch in der fernen Zukunft im Europa, das von der Sintflut heimgesucht wurde. Ich kann noch mal schnell irgendwo, hoffentlich schnell, die Karte einblenden. So sieht Europa inzwischen aus. Im Jahre 2600, ich glaube 54 ist die Karte, aber 55 sind wir, glaube ich. Oder glaube ich noch spät. Ich müsste mir das mal aufschreiben. Ja, vieles passiert seit der heutigen Zeit. Die Menschheit ist so gut wie dahingerafft gewesen und Bedrohungen von allen Seiten, nicht nur durch die Sintflut, sondern durch Fegefeuer, riesige Feuersäulen, die über das Land schießen und verbranntes Land, das Brandland hinterlassen, das niemand durchqueren kann. Und aus dem fürchterliche Horrorgeschöpfe, die Kreaturen des Herrn der Fliegen, die sogenannte Traumsaat, herausbrechen und die Menschen angreifen. Die Menschheit wäre dem Untergang geweiht, wäre nicht da der immer junge, immer 14-jährige neue Papst Petrus Sekundus, der eine neue Kirche erschaffen hat, die angelitische Kirche, und die Engel des Herrn auf die Erde heruntergerufen hat. Und ein paar dieser Engel spielen hier meine Spielerinnen und Spieler. Und ja, sie sind im Kampf gegen alles, was böse ist, gegen die Kirche revoltiert, weil die Kirche das Einzige ist, was zwischen der Traumsaat und dem Tod steht. Zwischen dem Tod und dem Leben steht. Außerdem halt schützen die Engel die Menschen, denn das ist das oberste Ziel eines jeden Engels. Unsere Engelschar hat einen Auftrag bekommen, neu zusammengestellt, zusammengewürfelt. Cetariel hat sich aussuchen dürfen, welche Engel sie denn mitnimmt, welche frei verfügbar waren. Hat sich für diese Gruppe entschieden und sie haben sich aufgemacht auf den Weg in den hohen Norden, in das Raguelsland. Da war früher einmal ein Engelhimmel, aber der ist gefallen, weil ein Fegefeuer genau über den Himmel hinüber gefegt ist und dabei natürlich alles vernichtet hat. Und seitdem ist da oben in Raguelsland, das ist das heutige Skandinavien, die angelitische Kirche kaum noch vertreten. Und deswegen, ja, fallen die Leute scharenweise dem Unglauben anheim und schließen sich in, ja, merkwürdigen heidnischen Gruppierungen zusammen. Und das kann die Kirche nicht zulassen. Und die Engelschar soll dort einen Außenposten errichten, um damit die Kirche wieder Fuß fassen kann. Was ist denn einfacher, als eine ganze Engelsschar zu senden, um die Kraft und Stärke der Kirche zu demonstrieren?
Ja, sie sind aber noch nicht sonderlich weit gekommen. Sie sind gerade mal in den Alpen und haben schon allerlei Abenteuer erlebt. Und ja, das Schlimmste war, sie wurden angegriffen und fast hätte es einige der Engel ihr Leben gekostet. Aber sie haben es überlebt und nachdem sie sich geheilt und ausgeruht hatten, haben sie auch gemerkt, dass eine zweite Engelschar auf der anderen Seite des Berges, des Gebirgsmassives, ebenfalls angegriffen wurde. Und ja, nicht so viel Glück hatte wie diese Schar. Und einer dieser anderen Schar hat überlebt. Und das war der gute Pandariel, ein ramelitischer Ordensbruder von Liberiel. Und der hat ein Buch, was er beschützen soll, was er nach Roma Aeterna bringen soll. Und ja, er ist als halt das Einzige erlebt, hat immer aber seine Flügel verloren und ist am ganzen Körper schwer verbrannt, weil er in einer Feuersbrunst gesessen hat und anstatt zu kämpfen, sich in seine Kathedrale der Gedanken zurückgezogen hat. Und ja, seine anderen Charmitglieder sind alle den Flammen zum Opfer gefallen. Sogar der Gabrielit, die sonst immer sehr widerstandsfähig sind gegen Feuer. Was Daniel ein ungutes Gefühl gegeben hat, als er das gemerkt hat. Ja. Und ihr wolltet, glaube ich, noch mal genau jetzt irgendwie herausfinden, was es mit dem Pandariel auf sich hat. Genau, wie ihr mit ihm vorgehen wollt, was ihr mit ihm machen wollt. Ob ihr ihn seine Aufgabe irgendwie vollenden lassen wollt. Also ob ihr wieder zurückfliegt nach Roma Aeterna. Oder ob ihr eure Aufgabe höher wertet und weitergeht. Ihn vielleicht mitnimmt und dann wieder im nahegelegenen Himmel der Gabrieliten in Nürnberg oder der Rameliten in Prag. Prag wäre ein bisschen ein Umweg. Ich glaube, Nürnberg müsste in Lea sein. Ja. Ob ihr den da abliefert und sagt, ja, hier habt ihr den, wir haben eine andere Aufgabe. Aber das, ja, dieser Findungsprozess, den habt ihr noch nicht komplett durchlaufen. Ihr habt ihn gerade erstmal gerettet aus der Feuersbrunst und habt ihn, glaube ich, soweit versorgt und so dafür gesorgt, dass er nicht unter euren Fingern abnippelt. Ja. Und er hat es sich in der Kathedrale der Gedanken gemütlich gemacht bei Liberiel. Und scheut es, in seinen Körper zurückzukehren, weil er da weiß, dass er da Schmerzen hat. Ich weiß gar nicht genau, wo wir also genau geendet hatten. Ich meine, ihr hättet den zurück in euer Unterschlupf genommen, den ihr euch da in so einer kleinen Höhlenmassiv gesucht hattet, um ihn da zu verarzten. Und ansonsten hat er sich geistig zurückgezogen, weil das war besser als den Körper mit dem Geist in seinem Körper zu bleiben. Er hat eine dicke, fette, feurige Fliege in mein Gedankenhaus gebracht. Ja. Und Liberiel hat ihm gesagt, wie es um ihn steht. Und sein Kommentar war daraufhin, ja, vielleicht lässt man mich dann zu meinem Vater zurückkehren. Was eventuell gar keine so schlechte Idee wäre. Naja. Ja, ich gehe ein bisschen unruhig in der Höhle auf und ab. Auf und ab und hin und her. Was machen wir jetzt? Wo ist dieses Buch? Kram mal in die Tasche, die er ja auch noch bei sich hatte, und wird diese Nachricht mal rausziehen. Ob es jetzt ein Buch oder eine Schriftrolle war. Ich glaube, ich hatte aufgeschrieben eine Schriftrolle, vielleicht ist es auch ein Buch. Wird das mal rausziehen. Es ist so eine Kassette, wo halt so ein Kästchen, wo das Buch halt drin ist, deswegen ist es auch nicht verbrannt. So eine Stahlkassette. Reich verziert mit allerlei Ornamenten. Da liegen halt so, das ist nicht wirklich eine Schriftrolle, aber es ist so eine lose Zettelsammlung, könnte man heute sagen. Oder halt ein schlecht gepflegtes Buch, wo der Einband halt nicht wirklich mehr funktioniert.
Sieht ein bisschen zerfleddert aus, wenn man es rauspackt. Dann halte ich das so in den Händen, gebe es aber erstmal nicht her, dann behalte es. Ja, ich strecke die Hand danach aus, zeig es mir. Ich zögere ein bisschen und reiche es dir dann aber. Ich werde anfangen, darin zu blättern und zu lesen, weil ich muss herausfinden, wie wichtig diese Informationen sind und ob wir dafür unseren eigenen Auftrag unterbrechen müssen. Ja, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass ihr alle irgendwie lesen könnt, zumindest grob, das, was in der Kirche sonst irgendwie als Leselektüre nötig ist, zu lesen, es zu können. Aber du kannst die Buchstaben zwar erkennen, die da drauf sind, aber das ist Kauderwelsch. Also es ist weder Latein noch Common. Ja. Und andere Sprachen gibt's nicht. Was soll das? Du siehst halt, wie sie so verschiedene Blätter hochnimmt und die Handschrift betrachtet und sich das anguckt und. Ja, es ist keine handgeschriebenes Ding, es ist gedruckt. Warum sollte man so etwas drucken? Was? Gleich zwei ketzerische Sachen in einem. Einmal Schrift und einmal gedruckt. Und steckt den Kopf so direkt da drüber. Liberil räuspert sich nur und wenn Inariel zu ihr dann guckt, schüttelt sie nur den Kopf. Ich wink Liberil mal zu mir. Kannst du dir darauf einen reinmachen? Ich verstehe nicht, warum man absoluten Nonsens nach Roma Eterna bringen sollte. Noch dazu durch dieses gefährliche Gebiet. Ja, ich trete dann mal an deine Seite und guck auch mal auf die Seiten jetzt drauf. Auf den Papier, auf die Papiere. Wird mal gucken, was da hingeschrieben wurde. Spricht denn Liberiel andere Sprachen außer Common und Latein? Wenn ich es nicht auf Anhieb verstehe, würde ich auch meine Engelsmächte dazu nutzen, um zu verstehen, was da steht. Mhm. Ja, das ist im Rahmen des Möglichen. Dafür haben die Rameliten ja ihre übernatürlichen Kräfte, um das zu verstehen. Wie gesagt, das ist eine lose Papiersammlung. Und das sind merkwürdige Geschichten von einem Mann, der umhergezogen ist und Leute geheilt hat. Also wenn du es so überfliegst, sind es halt Geschichten, Heilungsgeschichten. Und? Ach, das dauert mir zu lange. Ich gehe Daniel suchen. Tu das. Seid ihr hier sicher? Ja, Zitariel, du sagst mir Bescheid, wenn irgendwas ist. Natürlich. Gut. Meinst du, Zitariel, dass es vielleicht eine andere Schar gibt, die hiervon weiß? Ich könnte eine Spur legen, die ein anderer Urielit sehen kann. Die Urieliten da waren, dass es Kreaturen gibt? Ich hatte gerade die Höhle ist so ein bisschen, ich hatte so einen Druck auf den Ohren. Kannst du das nochmal sagen? Kannst du eine Spur legen, die anderen Urieliten sagt, dass es hier viele Traumsaatkreaturen gibt? Wir müssen die Leute warnen. Das ist jetzt schon die zweite Schar, die in diesem Gebiet angegriffen und fast ausgelöscht wurde. Also in diesem Fall ausgelöscht wurde. Bis auf einen. Hm.
Eine gute Frage. Mehr Schädel auf Pfählen. Mehr Schädel auf Pfählen. Ich sage euch, das ist die Lösung für alles. Also mit der Kraft, die Nariel kann, mit dem Spuren hinterlassen, kannst du nur dafür sorgen, dass andere Ureliten dich finden, also die deiner Spur folgen können. Genau. Kannst damit jetzt natürlich Worte in den Boden schreiben. Ja, das ist richtig. Ich überlege halt, ob es da vielleicht so bestimmte Zeichen dafür gibt. Beim Zweifelsfall, ich schau mal, was ich machen kann. Schreiben ist übrigens böse. Ich kann das auch nicht so gut. es reicht, um die Städtenamen zu lesen, aber dann hört auch bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann ich mache mich auf den Weg. Bis gleich. Dann werde ich mal losfliegen und Daniel entgegen. Ja. Und auch aufmerksam sein, nicht, dass hier irgendwo. Draußen seht ihr wieder der eisig kalte der Wind. Ihr seid ja hoch oben im Gebirge. Der Gebirgswind um die Ohren. Leichter Schneefall hat wieder eingesetzt. Da ihr keine feste, warme Kleidung habt, ist es durchaus unangenehm hier draußen. Ja, aber es ist nicht ganz so unangenehm, wieder drin zu sitzen und dieses Buch anzustarren und es passiert einfach nichts. Ich flieg mal entgegen. Ja, Daniel hat ja die Überreste des gabrielitischen Ordens Bruders einsammeln wollen, zumindest das Flammenschwert. Also er hätte das Schwert eingesammelt, wenn noch irgendwas davon zu finden ist, auch die Schulterplatte des Michaeliten. Mhm. Und er würde auch noch mal dahin gehen, wo es den Urieliten zertrümmert hat, weil er da ja noch den Bogen hat liegen sehen und würde zumindest das irgendwie einsammeln, um es dann zurückzubringen. Ja, die Bogen der Ureliten sind halt schon kunstfertig und die besten Waffen, die man sonst irgendwie, also Schusswaffen, die man sonst so kriegen kann. Von daher schon wertvoll, die zu bergen, ja. Der das Feuer überstanden hat. Also Daniel hat ja einen Blick für Waffen aller möglichen Art. Der Bogen ist natürlich kaputt. Die Sehne ist auf jeden Fall verbrannt. Ansonsten hat der Bogen erstaunlich gut dem Feuer widerstanden. Allerdings ist er hier und da natürlich auch angekokelt und ist nicht mehr im allerbesten Zustand, aber er würde wahrscheinlich immer noch, wenn man ihn reparieren könnte, zu einem kundigen Waffenmacher bringt, irgendwie nach Nürnberg zum Gabrielitenhimmel oder so, dann könnte man da schon noch was raus retten. Ob das jedermals wieder ein Bogen für einen Engel wird, der sei dahingestellt, aber für menschliche Truppen vielleicht, könnte das sogar noch mal was werden. Also natürlich können auch Engel damit weiter schießen oder so, wenn der repariert wäre, aber Standeswaffe wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel hermachen. Ich schätze mal, dass du wirst ja nicht so lange gebraucht haben, also werden wir uns sicherlich auf dem Gipfel des Berges treffen. Ja. Und? Hast du noch was gesehen? Also ich nehme dir das ab. Ja, nimm mal den Bogen. Du musst ja nicht so viel tragen. Er wird dir den auch geben. Schade. Er sieht jetzt nicht mehr so brauchbar aus. Aber vielleicht kann man was daraus noch machen. Ich weiß noch nicht was. Na gut, komm, lass uns zurück. Obwohl es gerade ziemlich langweilig ist in der Höhle. Sie schauen ein Buch an. Und sagen sowas wie, das ist ja mysteriös, aber sagen nicht was. Ja, Schrift ist schon seltsam. Aber ja. Es muss wichtig sein, denn ohne diese Schrift wäre die alte Schar nicht in dieses Problem geraten.
Es ist dann gut, diese Schrift bei sich zu haben. Das kommt drauf an, was in der Schrift steht. Ich hoffe, das haben Sie jetzt vielleicht schon mal rausgefunden. Na gut, flieg du schon mal vor. Ich hinterlasse eine Markierung für andere Orieliten. Ja. Würde Daniel dir zunicken und dann auch weiterfliegen. Du wirst vielleicht an seiner Körperhaltung merken, dass er doch mitgenommen ist. Jetzt nicht physisch, sondern eher so von der Moral gerade. Also so ein bisschen leicht hängende Schultern und so. Was du von ihm definitiv so noch nicht gewohnt bist. Ja. Ich flieg mal über die Bergspitze drüber, schau noch mal unten in den glimmenden Wald. Und schau mir das an. Guck auch in der Luft, ob da nicht noch irgendwas schwirrt oder so. Und möchte dann da eine Markierung setzen, dass wenn man auf den Berg zufliegt, dass man oben an dem Gipfel des Berges die erste Markierung sieht. Und dann werde ich immer beim Flug nach unten alle paar Minuten runtergehen, eine neue Markierung setzen. Mhm. Und so auch zu euch zurück in die Höhle kommen. Wenn Daniel dann in der Höhle ankommt, würde er als erstes zu Zitariel gehen, ihr kommentarlos diese Schulterplatte geben, würde dann einmal kurz wortlos zu Lyriel rüber gucken und dann auch ein bisschen geknickt mit halt auch ein bisschen gesenkten Schultern, vielleicht ein bisschen den Blick nach unten, nach draußen gehen und sich vor die Höhle in den Schnee setzen und so in die Ferne starren. Vielleicht noch das Schwert des Gabrieliten so in den Boden gerammt, wie so ein Kreuz im Prinzip. Ja, wenn ich dann wiederkomme und du bist draußen vor der Höhle, sie sind immer noch am Lesen, oder? Daniel wird da nicht drauf antworten. Du weißt nicht, ob er es einfach nicht mitbekommen hat oder ob er nicht antworten möchte. Ich setze mich mal neben dich. Schau dich an. Was denkst du, wo es hingeht? Nach da oder nach da? Ja, er guckt dann mal kurz auf, schaut in beide Richtungen. Das ist deine Aufgabe. Den Weg zu finden, auf jeden Fall. Ich muss das wissen. Und ich denke, das ist die Aufgabe von jedem von uns, mal ein bisschen mitzudenken. Und sich zu überlegen, was jetzt passiert. Aber natürlich entscheidet das alles Zitarien. Ich kann dir sagen, was passiert. Na? Die Gegend da draußen ist extrem gefährlich. Hm? Da sind Kreaturen, vor denen ich euch nicht beschützen kann. Na, das Gute ist ja, dass wir zusammen sind. Du musst uns nicht alleine beschützen. Das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich da. Weißt du, wie gestern Abend, als wir gekämpft haben. Du kämpfst, ich halte dir den Rücken frei. Ja, und wäre da gestern diese Kreatur und er blickt da, wo da dieser Waldbrand gewesen ist, in so ungefähr in die Richtung gewesen, wären wir alle auch Asche. Tja, dann wäre das so. Dieses Feuer kann Gabrieliten vernichten. Ich weiß nicht mal, ob irgendwem bewusst ist, dass das überhaupt geht. Keine Ahnung, ich lerne vieles hier auf dieser Reise. Aber du musst dem Gott vertrauen.
Wir haben ja diese Aufgabe nicht bekommen, damit wir... Weil man traut uns das schon zu, diese Reise. Weißt du? Und deswegen werden wir das schaffen. Zitariel hat gesagt, Gott irrt nicht. Das heißt, der Gabrielit aus der anderen Schar wird nicht versagt haben. Das heißt, dass da draußen etwas stärker ist als wir alle. Nein, garantiert nicht. Nicht als wir alle. Vielleicht als ein Gabrielit. Ja, das mag sein. Soll es geben. Aber nicht stärker als wir alle. Ich kenne die andere Schar nicht. Vielleicht waren sie vorher verletzt. Keine Ahnung. Wir sollten auf jeden Fall, egal was da draußen ist, vorsichtig sein. Das auf jeden Fall. Das ist unsere Aufgabe. Ich halte die Augen offen. Und du beschützt uns. Auch, aber nicht alleine. Und jetzt wissen wir ja, dass dieses Ding, dass du auch in diese Flammen nicht reingehst. In Ordnung? Das machst du nicht. Ich bin ein Krieger und nicht dumm. Gut. Dann würde Daniel sich ein bisschen aufrappeln, das Schwert des Gabrieliten wieder aus dem Boden ziehen. Lass uns mal schauen, was die anderen rausgefunden haben. Müssen wir? Was auch immer in dem Buch steht, es wird wahrscheinlich entscheiden, was wir als nächstes tun. Ja. Hier draußen ist es irgendwie... Na gut, lass uns reingehen. Ja, was geht denn drin ab in der Zwischenzeit? Solange die anderen unterwegs sind und ich die Seiten studiert habe, würde ich auf jeden Fall Zitariel noch, bevor die beiden männlichen Engel zurückkehren, ihr sagen, dass die Seiten offenbar die Geschichte eines reisenden Mannes beschreiben, der Heilung gebracht hat. Genau. Und dass Pandariel gesagt hat, dass die Kassette ihn von einem ramelitischen Mönch namens Hugo anvertraut wurden und nach Roma Eterna sollten. Er wusste nicht, was drin ist. Sie haben nicht reingesehen und er hat gesagt, dass das nicht ihre Aufgabe war. Er wusste nicht, was in der Nacht... Wie bitte? Er hat Heilung gebracht? Wie das? Der Mann in der Geschichte. Ich weiß nicht, ich müsste es ganz lesen. Aber da selbst den Engeln im Rang des Sigil nicht gestattet war, es zu lesen, halte ich das nicht für eine gute Idee, dass irgendeiner von uns noch mehr davon liest. Habe es jetzt nur einmal die ersten paar Seiten überflogen. Ein Mensch, der Heilung bringt. Sicher, dass es ein Mensch ist und kein Engel. Es ist nichts von Flügeln beschrieben. Wie gesagt, dazu müsste ich es näher lesen. Ob er vielleicht von Gott gesegnet wurde dafür oder so. Oder mit welchen Mitteln er Heilung gebracht hat. Ich denke, das ist wichtig, weil
wenn das... Gut, dann werde aber ich das lesen. Warum ist es dann in einer Sprache geschrieben, die wir nicht verstehen? Wenn es einen Menschen mit Engelskräften gegeben hat, dann... Vielleicht ist das alt. Kann ich abschätzen, wie alt die Seiten aussehen? Ich meine, es ist völlig zerfleddert, es hat keine Buchdeckel mehr. Es ist offensichtlich gedruckt. Ich glaube, in unserer Zeit gibt es kaum bis gar keine gedruckten Werke, oder? Es ist alles handgeschrieben, ja. Auf handgeschöpften Seiten. Koali, bist du noch da? Ja, genau. Ja. Ah, ja, ja. Da. Also okay. Das, alles, was du sagst, ist richtig. Ja. Die Seiten sehen nicht... Das Papier ist zu gleichmäßig. Von der Dicke, von der Färbung her, von zu fein die Struktur, die Tinte, auch wenn sie alt ist, die Drucktinte. Ja, manche Worte sind auch vergilbt. Manche Worte sind vergilbt und man kann sie nicht mehr richtig lesen. Ja. Ich denke, dass die Druckerschwärze sehr gleichmäßig war. Die Buchstaben sind sauber nebeneinander gesetzt. Es muss recht alt sein. Vor der Zeit der Zerstörung. Vor der Flut wahrscheinlich. Also es ist sehr alt und eine der verschollenen toten Sprachen. Kann ich die Sprache auf irgendeins der jetzigen Engelsländer zurückführen? Woher es kommen könnte? Wie gesagt, die Sprache ist dir unbekannt. Wenn es nicht um deine Engelskräfte ginge, hättest du es auch gar nicht lesen können, richtig? Mhm. Aber ja, also wenn du ein bisschen drüber liest, entdeckst du einen Städtenamen, der dir bekannt vorkommt, nämlich Jerusalem. Frontlinie gegen den Traumsatzkrieg. Heilige Stadt. Ich blätter so ein bisschen in den Papieren, lass die Augen drüber wandern, versuche aber möglichst wenig zu lesen, suche wirklich nach bekannten Begriffen und stoße dann auf dieses Wort und lege so den Finger darauf. Hier steht der Stadtname Jerusalem. Vielleicht kommt es irgendwo aus der Gegend. Einige von euch waren doch auch an der Front gewesen, ne? Daniel war, glaube ich, da, ne? Und Zitarel auch, ja. Ich glaube, das liegt irgendwo an der Frontlinie. Vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, wenn auch nur ein Mensch in der Lage wäre, es zu lesen und es sich tatsächlich um einen Menschen mit Engelskräften handeln würde oder von Gott besonders berührt und gesegnet, dass sie dann danach streben würden, auch solche Kräfte zu erlangen. Vielleicht ohne Kontrolle durch Gott? Stell dir nur vor, einer der Schrottbarone würde auf so eine Idee kommen. Sie versuchen sich jetzt schon gegen Gottes Willen zu stellen und seine Gebote. Und was das für Schaden anrichtet. Wie schlecht es den armen Menschen dort geht. Ja. Ich kann es ganz lesen, wenn du mich darum bittest und es mir befiehlst, dann werde ich das tun. Aber da selbst, wie gesagt, die Sigil-Schar es nicht getan hat, bitte ich dich, mir diesen Befehl nicht zu geben. Weißt du von einem Raphaeliten, der im Moment in Rona Eterna ist? Von einem Raphaeliten? Da werden einige sein, ja. Da werden sicher einige sein. Rameliten, Entschuldigung. Davon auch werden einige sein, ja. Rona Eterna ist das schlagende Herz des Reiches, der angelitischen Kirche. Da ist auch von jeder Schar
Engel vertreten. Die Frage ist, kennst du jemanden dort? Ich weiß, dass mein schwarz gefiederter Bruder dort war, nicht wahr? Aber den kenne ich nicht wirklich. Kenne ich da jemanden genauer? Zieh mir doch mal eine Karte, Koali. Vielleicht können wir es damit. Das ist eine gute Idee, ja. Wohin willst du es mir denn schicken? Zum Discord oder? Wäre vielleicht oder an Skype? Wie ist es dir lieber? Hat schon geschickt. So. Warte. Das Fegefeuer in umgekehrter Bedeutung. Wiedergeburt, Wiedervereinigung, Erwachen, Bewusstsein, Unterscheidungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Wahrnehmung, Erkenntnis, Einschätzung, Integration und Manifestation. Erkenntnis und Einschätzung. Ja, es wird bestimmt irgendein... ein Engel sein, der sich dort den Mönchen meines Ordens, der dort in der Bibliothek zu Hilfe ist vielleicht, beziehungsweise die Bibliothek verwaltet und die Mönche ihm helfen. Habe ich so ein bisschen Korrespondenzen mit koordiniert oder sowas. Dann werde ich dich also ein bisschen überlegend anschauen. Ja, durchaus. Ich hatte nicht viel mit ihm zu tun, aber ja. Es gibt dort einen Engel, der als Ansprechpartner für alle Rameliten gilt, wenn irgendetwas gesucht oder gebraucht wird, sie irgendetwas nicht finden oder zu irgendwas speziellem Zugang bräuchten. Dann möchte ich, dass du diesen Engel aufsuchst im eurer Gedankenkathedrale und ihr mitteilt, dass die Boten, die dieses Paket bringen sollten, gescheitert sind und dass sich deshalb verspätet. Wollen wir das Paket zurück nach Roma Aeterna bringen? Wir werden erstmal in den Himmel des Gabriels fliegen. Er soll in Roma Aeterna anfragen, ob wir das Paket zurückbringen sollen. Aber wenn, müssen wir uns sowieso auf die Rückreise vorbereiten. Und das können wir besser im Himmel als hier in dieser Höhle. Die Sicherheit dieser Schar steht immer noch an oberster Stelle. Sag ihm, er soll fragen, ob wir es zurückbringen sollen oder ob es warten kann. Vielleicht wird in eurem Orden auch entschieden, dass die originalen Schriftstücke nicht benötigt werden, sofern ein Ramelit vor Ort ist und diese über die Gedankenkathedrale übermitteln kann. Das werde ich aber in die Hände eures Ordens legen. Wir sagen ihm auch, dass der Bruder deines Ordens überlebt hat, aber schwer gezeichnet ist und wahrscheinlich seine letzte Reise bald antreten wird. Sehr wohl. Soll ich auch gleich einen Bericht abgeben über den ich eigentlich schriftlich angefertigt hatte und der jetzt draußen im Schnee liegt? Samt dem Bericht. Nachfrage. Nur auf Nachfrage. Sehr wohl. Dann entschuldige mich bitte. Ich tue alles wieder sorgfältig in die Kiste, mach die zu, nehme die auch mit, stopf die wieder in die Tasche und setz mich dann an die Höhlenwand im knie mich dorthin, falte möglichst sorgfältig die Flügel. Man sieht, dass ich irgendwie tatsächlich so eine Weile die Flügel hin und her ruckel, darauf achte, versuche zu achten, dass keine Feder irgendwie geknickt wird und auch mal so rum versuche zu greifen, um die Federn zu glätten. Und dann still sitze, man hört mich leise murmeln. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dann, ja, mit geschlossenen Augen sitze ich dann dort und gehe mal den Namen meines Ordensbruders in der großen Halle suchen.
Ich gehe währenddessen zu meiner Raphaelitin und nehme sie von dem Gefangenen weg, weil ich sehe, dass sie bereits wieder dabei ist, dich zu verausgaben. Das heißt, ich nehme sie zur Not an den Schultern und setze sie woanders hin. Ich hoffe, er ist nicht gefangen. Aber von drei Patienten. Ich setze sie woanders und sage, nein. Für ihn ist jede Hilfe verloren. Alles, was du tun kannst, ist seine Schmerzen lindern und er hat im Moment keine Schmerzen. Du wirst deine Kräfte, die wir eventuell noch brauchen können auf unserer Reise, nicht an ihn verschwenden. Naja, wäre er bei Bewusstsein, hätte er Schmerzen. Ja, aber die Ramieliten haben die Fähigkeit, genauso wie ich, uns zu entscheiden, zu sagen, nö. Aber ich muss doch zumindest, dass die Wunden sich schließen. Zetariel, ich kann ihn doch so nicht liegen lassen. Ich greife ihre Hände, zeige ihre rosigen Fingerspitzen. Uriel, du hast keine Kraft mehr. Ja, also es ist trotzdem immer noch ein bisschen schwarze Farbe an den Fingerkuppen, aber. Ja, aber sie hat uns ganz komplett hochgeheilt. Ja, die geht nie ganz komplett weg, aber ja. Ja. Du hast keine Kraft mehr. Du hast ja recht. Und du kannst ihm leider nicht helfen. Ich muss aber. Ich kann so, das geht doch nicht. Sobald er aus der seiner Gedankenkathedrale wieder rauskommt, ist doch. Oh nein. Wenn ich Beria richtig verstanden habe, hat er nicht vor, das zu tun. Er kann vor all dem davonlaufen. Das ist wahrscheinlich im Moment die beste Entscheidung, die er treffen kann. Ich will zumindest noch die Salbe auftragen. Dass sich nichts entzündet und ich. Ja. Lass gut sein. Ich kann doch jetzt nicht einfach hier rumsitzen, während er leidet. Das geht doch nicht. Mein Orden ist dafür geschaffen, zu heilen. Ich weiß. Aber es gibt Wunden, die kannst du nicht heilen. Es gibt Leiden, das kannst du nicht lindern. Gabrielit, der nicht kämpfen kann, willst, Raphaelit, der nicht heilen kann. Wenn du dich beschäftigen willst, dann untersuch lieber Daniel und Inariel. Sie waren dem Feuer lange ausgesetzt und dem Rauch. Ja, ist gut. Und ich mache im Grunde so ein paar Verbände fertig, wenn Zetariel nicht hinguckt. Ich stehe neben dem Verletzten. Mist. Okay, dann kriegt er doch nichts. Schade. Ja, ich mache so ein bisschen meine Sachen fertig, schaue mich um. Aber ich glaube, die Jungs sind beide noch draußen, ne? Ja, drin ist ja langweilig, da wird ja nur gelesen. Ja. Aber das ist dann vielleicht der Moment, in dem wir beide reinkommen. Ich schiebe Daniel vor mir her. Und schaue mich dann hier drin um und sehe, oh nein, sie ist weg. Ja, Zetariel steht über dem gefallenen Engel, starrt den irgendwie merkwürdig an und hat die Hand so am Schwert. Aber ja, auch sie scheint gedanklich gerade weggetreten zu sein. Ich gehe dann mal zu Liberia, die ja in ihrer Meditationshaltung da sitzt. Guck sie so an. Inariel, wird nichts bringen. Sie hat einen Auftrag. Du kannst aber mal herkommen und mir sagen, wie es dir geht. Setz dich ans Feuer, vielleicht nicht zu nahe, und ich schau, was los ist. Stehe ich auf, gehe 2-3 Schritte zum Feuer, lass mich so hinplumpsen. Puff.
Dann schaue ich ihn erstmal einfach nur so äußerlich an und geht's dir gut? Kannst du normal atmen oder hattest du zu viel Rauch eingeatmet? Und ja, ne, klopft so ein bisschen die Lunge ab am Rücken und ja, tu halt, was ich tun kann. Es ist gut, mir geht's gut, wirklich. Ist nichts passiert. Was ist denn jetzt mit dem Buch? Oh, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich glaube, also Liberia sollte aber jetzt nachfragen, also einen Karmeliten in Roma Aeterna aufsuchen, um nachzufragen, wie wir weiter vorgehen. Mhm. Aber wir werden wohl den Himmel der Gabrieliten aufsuchen. Ich schaue rüber zu Daniel. Nach Hause, hm? Ja. Da kann man vielleicht auch was für den Bogen noch tun. Wir haben fähige Handwerker dort. Das, was du letztens erzählt hast, klang alles nicht so schön. Entschuldigung, aber. Nur weil es dort weniger schön ist, heißt das nicht, dass die Leute weniger fähig sind. Mhm. Wir sind Krieger. Ja, natürlich. Wenn jemand, guck noch mal so auf die Überreste des Bogens, den zumindest wieder brauchbar machen kann, dann jemand bei uns. Denke so an die Bogenmacher bei uns im Himmel. Mhm. Ich nicke. Davon weiß Daniel ja nichts. Währenddessen gehe ich wortlos zu Daniel und weil ich mir relativ sicher bin, dass er mir sowieso nichts sagt, lege ich ihm die Hand auf die Schulter und wende halt das sehende Auge an, um zu schauen, ob er irgendwelche Verbrennungen hat und wie es seiner Lunge geht. Weil sonst sowieso kein Zweck. Ja, muss Daniel mal sagen, wie es ihm geht. Aber war ja durchaus sogar nochmal zurückgeflogen. Dann ist das, glaube ich, der gute Moment, um mal eine Karte zu fragen, wie es ihm geht. Aber sicher. Da bin ich gespannt. Ja. Das 11. Arkanum der Templer an der aufrechten Bedeutung. Pflicht, gute Gesinnung, Gleichgewicht, Neuorientierung, Wahrheit, Klarheit, Vereinfachung, Ordnung, Authentizität, Sichtbarmachung, Durchschauen von Täuschungen und Druckbildern und Harmonie. Ja, das ist doch dann, glaube ich, der Moment, wo Daniel so tun wird, als wäre mal wieder nichts gewesen. Super fit. Aber du wirst halt, wie eben auch schon ein paar Mal beschrieben, an seiner kompletten Körperhaltung erkennen, dass es an ihm nagt und dass einfach so ein bisschen sein Selbstverständnis erschüttert ist, einfach weil er ist der Beste der Besten der Besten und da ist ein Gabrielit einfach mal so schön zu einem Häufchen Kohle geworden. Und du wirst einfach merken, dass er nach außen den starken Mann wieder mimt, aber eigentlich so gerade vom Kopf her so richtig eingefallen ist. Mhm. Ja, wird wahrscheinlich so sein, dass im Grunde ja das sehende Auge ist ja eigentlich die Irreführung. Ja, sowieso nichts in einem Körper. Ich werde halt dementsprechend alles nachfühlen. Ne? Aber wie gesagt, ob irgendwelche Verletzungen da sind, merken, okay, körperlich ist eigentlich alles in Ordnung, die Lunge auch. Werde aber halt quasi einfach überall, dass halt einfach eine seelische Belastung da ist. Und lernt man ja auch so ein bisschen in der Heilerausbildung. Und ich ziehe mich dann quasi wieder zurück und lasse aber die Hand genau da, wo sie ist. Und ja,
Drück quasi noch mal ein bisschen zu und so ein bisschen näher noch ran an Daniel und frag dann, ist bei dir alles in Ordnung? Du warst ja länger am Feuer. Ich weiß es schon. Wenn du so konkret auch nachfragst, wirst du merken, dass Daniel schwer atmet. Du siehst, dass er so ein bisschen mit sich ringt. Das ist schon wieder ein Raphaelit, von dem nichts übrig geblieben ist. Nicht einmal ein Schulterpanzer, ein Bogen oder ein Schwert. Einfach nichts. Genau wie Manakel an der Front. Ach, aber Daniel, natürlich ist etwas übrig geblieben. Hör mal, dieser Engel war ja nicht alleine. Gut, mit seiner Schar sieht es jetzt auch nicht so gut aus, aber auch in seiner Ausbildung. Wir kennen uns größtenteils untereinander, so die in einem Alter sind. Wir lernen zusammen, wir kennen einander und die Erinnerungen an diesen Engel werden immer da bleiben. Du erinnerst dich in Manakel an den aus der anderen Schar können wir uns natürlich nicht erinnern, aber es gibt andere, die sich an ihn erinnern können. Und das bleibt, und das ist doch wichtig. Ein Bogen, irgendwann sieht man einen Bogen da liegen und also nichts dagegen. Natürlich ist es ein Erinnerungsstück für diejenigen, die wissen, von wem er kommt. Aber ein Name und alles, was du gefühlt hast, während du unterwegs warst mit Manakel, und das bleibt. Und das ist doch viel bedeutsamer. Er denkt da kurz drüber nach. Manakel ist gestorben, weil ich zu spät kam. Ich habe mir geschworen, dass das nie wieder passiert. Dass nie wieder jemand stirbt, weil ich zu spät komme. Ach, aber Daniel, Manakel ist gestorben, weil es der Wille des Herrn war. Und ich gucke ein bisschen zu dem Verletzten, der da hinten liegt. Wir können nicht alle retten. Auch wenn es uns schmerzt, auch wenn es uns nicht recht ist, dass es so ist. Und überhaupt, was heißt denn zu spät, hä? Warst du schon mal an der Front? Nein. Aber es hört sich so an, als ob du das jetzt auch als zu spät meinst, was heute passiert ist. Nein. Aber... Gut, denn woher solltest du das wissen? Da kannst du nicht zu spät gekommen sein. Und sonst kommt man immer zu spät. Das wäre sonst ein ziemlich blöder Spur. Ich habe mir geschworen, dass in meiner Schar niemand mehr stirbt. Tja, siehst du, das haben wir auch alle nicht vor. Hm? Nee. Da draußen ist es gefährlich, das habt ihr selber gesehen. Ja, aber gemeinsam schaffen wir das. Haben wir doch jetzt schon mal. Er überlegt kurz, ob er da so ehrlich sein soll, wie er das einschätzt. Das war pures Glück. Ja.
Wäre dort andere Traumsaat gewesen, zum Beispiel die aus dem Wald, hätte das ganz anders ausgesehen. Hätte. Könnte. Ja, aber... Und dann Ramir Lied hat mir auch mal gesagt, dass, wie diese Wörter heißen. Aber ich weiß das nicht. Aber ist auch egal. Wir müssen, wenn sowas wieder passiert, koordinierter arbeiten. Ja, das ist doch schön. Also, wir leben. Wir haben eine Aufgabe. Ich gucke zu Liberia. Vielleicht kriegen wir bald eine andere Aufgabe, aber dann ist das so. Dafür sind wir gemacht. Wir sind Streiter des Herrn. Und darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen, was, wenn, wie, was passiert wäre, hätte, könnte. Wir arbeiten. Wir machen das. Wir sind eine Schar. Das haben wir ja wohl zusammen beschlossen sogar. Auch Liberia, die hatte die Entscheidung, zu der Schar zu gehören oder nicht. Und sie wollte bei uns bleiben. Also bleiben wir auch zusammen. Und wir stehen das auch alles zusammen durch. Und ja, natürlich müssen wir noch koordinierter kämpfen. Aber wir wurden überrascht. Dafür haben wir das jetzt... Mensch, ich hab das erst vor kurzem alles Liberia gesagt. Jetzt muss ich dir das auch noch sagen. Jetzt haben wir das am Anfang des Weges, jetzt wurden wir auf diese Prüfung gestellt, wir haben diese Prüfung gemeistert und jetzt kann es ja nur noch besser werden. Gut? Daniel schaut dich an mit hochgezogenen Augenbrauen. Schüttelt kurz den Kopf. Deinen Optimismus. Den möchte ich haben. Vielleicht kann dir Zitariel da helfen. So. Das zu fühlen, was ich fühle. Nicht? Ich meine, wir sind verbunden. Zetariel kriegt gar nichts mit. Die steht immer noch über der verbrannten lebenden Leiche. Ja, also ich gucke halt so gespannt auf Daniel, als würde jetzt eine Reaktion kommen. Guck dann zu Zetariel. Oder auch nicht. Fürs Erste reicht's, glaube ich, wenn wir in Zukunft vorsichtiger sind. Klar. Und keine Berge mehr einreißen. Die Alpen haben wir jetzt bald hinter uns. Ich glaube, dann kommen keine Gebirge mehr. Naja, noch ein paar kleine. Nicht so großes wie das hier. Wie gesagt, die großes Meer kommt noch. Die schlimmste Prüfung haben wir schon hinter uns. Dann werden wir ja sehen, was passiert. Mhm, werden wir. Und du wirst deinen Schwur schon halten. Du hast jetzt schließlich drauf geschworen. Gott nimmt dich bestimmt beim Wort. Er nickt kurz.
Das ist ja ziemlich viel Trübsal, was hier geblasen wird. Außer Inariel, der ist ja wie immer der Sonnenschein der Gruppe. Ja, Liberiel erstattet Bericht in Roma Aeterna. Und es kann dauern, bis das alles wieder irgendwie zurückkommt an Anweisungen oder so. Dein Bekannter legt dir den Rat nahe, dass ihr selber entscheiden sollt, wie mit dem Schriftstück zu verfahren ist. Hauptsache, es ist sicher und nicht irgendwo verloren oder so. Also die erste Aufgabe wäre, das zu sichern. Es befindet sich in unserem Besitz und wir werden es zum Himmel der Gabrieliten bringen. Vielleicht treffen wir dort einen Michaeliten des Siegel und er kann sich mit Zetariel absprechen. Besprechen. Vielleicht. Ansonsten wird Zetariel entscheiden. Schließlich ist sie unsere Scharführerin. Sie ist weise und eine gute Anführerin. Ein Michaelit. Ja, natürlich. Sind sie alle? Wir werden im Himmel der Gabrieliten auch einen ersten Reisebericht mit unseren Erfahrungen der ersten Reiseetappe zu hinterlegen. Damit sie mit den nächsten Botenreitern und Depeschen nach Roma Aeterna gelangen kann. Für die gesammelten Aufzeichnungen der Angelitischen Kirche, für die große Bibliothek. Und damit man weiß, wie unsere Reise verläuft. So soll es sein. Sehr wohl. Ja, dann würde ich auch, nachdem ich die ganze Zeit weg war, irgendwann auch sicherlich wieder dann die Augen langsam öffnen. Zeit vergeht ja in der Traumkathedrale anders als in der Realität. Ich würde vorher mal noch gucken, was der seltsame Besucher so in meiner Taverne anstellt. Ob er da noch sitzt und Musik hört und sich bewirten lässt von meiner geistigen Wirtin. Ja, der sitzt an diesem langen Holztisch, den du da unten in der Taverne hast, mit den großen Bänken, wo viele Leute Platz haben. Hatte irgendwie, als du erschienen bist, sogar die Füße auf dem Tisch, hat die dann sofort wieder runtergenommen. Und der Tisch ist voll mit allerlei verschiedener Arten von Essen, was du halt kennst. Mhm. Weil du bist ja ein bisschen spezialisiert auf verschiedene kulinarische Sachen. Und er scheint das überhaupt nicht zu kennen. Scheint irgendwie an der einen Ende des Tisches angefangen zu haben und probiert sich jetzt durch. Er ist sehr lebensfreudig, so sieht er zumindest aus und dem macht das Spaß gerade. Oh, und hier noch eine Traube. Das Trauben habe ich noch nie. Hallo, Pandariel. Ich sehe, du probierst dich durch alles aus, was ich jemals irgendwo probiert oder gelesen habe. Oh, ich hoffe, ich dürfte an die Rezepte. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Das ist zumindest die größte Abteilung hier. Das liegt daran, dass ich dem Pfad Sariels folge und der ist auf Diplomatie spezialisiert. Ah. Und Feste sind ein guter diplomatischer Anlass. Hätte ich das noch auch mal gemacht. Du hast dich auf einen anderen Pfad spezialisiert. Vielleicht ja. Kannst du mir, da du ja dem Pfad Raphaels folgst, nehme ich an, vielleicht auch dem Gabriels zum Teil, kannst du mir vielleicht in meiner fehlenden Sammlung auf den Gebieten weiterhelfen und mir vielleicht das ein oder andere Wissen dalassen? Vielleicht kannst du es mir niederschreiben für meine Bibliothek? Ja. Aber das wäre ziemlich ineffektiv. Dann hättest du Schriftstücke hier und du müsstest sie selber studieren. Naja, ansonsten müsstest du es mir jetzt erzählen.
Mhm. Bei, ich kann ja noch eine Weile hier bleiben. Die anderen vermissen mich sicherlich nicht. Wir müssen noch rasten. Ich muss die Nachricht überbringen. Ich werde erst einmal die Nachricht überbringen, die ich erhalten habe, und werde dann zu gegebener Zeit zu dir zurückkehren. Wenn du Zeit zwischen dem Essen hast, kannst du dir trotzdem etwas aufschreiben. Ich werde Zeit zum Lesen irgendwann finden. Vor allem, vielleicht hast du Wissen über das Raguelsland? Nee, nicht viel. Aber das bisschen, das du hast, würde uns sehr weiterhelfen. Vielleicht kannst du mir das niederschreiben. Okay. Vielen Dank. Könnte auch hier Sachen hinbauen. Dann sollte ich dir einen eigenen Tisch geben, oder? Hm? Dann. Weiß gar nicht, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, bei mir in so eine schöne Umgebung zu schaffen. Wahrscheinlich wegen den Festen und so. Bei mir ist das alles ziemlich kahl. Das tut mir leid. Na komm. Sehr inspirierend. Wie hättest du es denn? Wie hättest du es denn gern? Oh, helles Holz. Ja, dann gehe ich mit ihm in eine Ecke des Raumes, werde einen neuen Durchgang schaffen. Eine Tischdecke hätte ich gern. Dann fange ich an zu gestalten nach seinen Vorstellungen. Dann kriegt er einen großen Tisch mit einer schönen Tischdecke und gemütlichen Stühlen und großen Fenstern mit Blick raus auf den Garten. Da will man echt nicht mehr weg. Genieß es, solange du noch kannst. Was soll das denn heißen? Dass es dir nicht sehr gut geht, deinem Körper. Ach, das wird schon. Natürlich. Aber bitte, hier in diesem Raum kannst du dich ausbreiten. Prima. In diesen Wänden. Ich fühle mich hier sehr wohl. Das freut mich. Sehr angenehm. Ich hörte von meinem Mentor schon, dass es eine ungewöhnliche Kathedrale der Gedanken ist. Aber ich muss jetzt wirklich zurück zu meiner Schar. Fühl dich hier wohl. Bis später. Und dann stehe ich noch ein bisschen in der Tür, schaue mich um, schließe dann die Augen, sage mein Sprüchlein auf und öffne sie in einer Höhle wieder. Ja, am Eingang wird diskutiert. Zetariel spielt immer noch Statue und unser Verletzter atmet noch. Vermutlich, ja. Jetzt hätte sie eben auch nicht mit ihm reden können. Aber ich darf ihn ja nicht weiter untersuchen und ihm helfen. Von daher. Bin zurück. Ich drehe mich um, mach gleich zwei Schritte auf dich zu. Und? Ich würde Zetariel ansehen. Es obliegt unserer Entscheidung. Wichtig ist, dass die Dokumente sicher sind. Ich drehe mich um und schaue Zetariel an. Es ist in Ordnung, wenn wir zum Himmel der Gabrieliten reisen. Aber wir sollen selbst entscheiden, ob. Also, du sollst entscheiden. Du bist die Scharführerin. Wichtig ist nur, dass die Dokumente sicher sind. In Ariel, kommen wir am Himmel der Ramieliten vorbei? Gib mir eine Karte. Da ist eine Karte. Wir sind da und da ist Prag. Also ja, man könnte hier rüber und dann geradeaus hochgehen. Ja, das wäre kein Problem. Dann werden wir sie mitnehmen. Dann werden wir sie mitnehmen und am Himmel des Rami jetzt abgeben. Ich denke, dort sind sie nach Roma Aeterna noch am besten aufgehoben. Gut.
Dann werdet ihr nicht über Nürnberg fliegen, ne? Jetzt die Frage, sie sind nicht so weit auseinander, die beiden Himmel. Das ist, die Frage ist, die beiden Himmel sind relativ nah beieinander und trotzdem ist es natürlich ein Umweg, wenn wir zu beiden fliegen wollten. Wir werden beide Himmel mitnehmen müssen. Gut. Dann wir müssen ein Schwert zurückbringen und wir müssen Schriftstücke abgeben. Ein Bericht über diese neuartige Traumsaat-Kreatur ist sicherlich hilfreich im Himmel der Gabrieliten. Sie sind auf den Kampf dagegen spezialisiert und sie sollten von diesen Feuerfliegen wissen. Dann fliegen wir als erstes. Und ihrer Gefahr. Nach Nürnberg und dann nach Prag. Ja. Und dann wieder nach Norden. Was schätzt du, Inaria? Schaffen wir es heute über den Berg und bis nach Nürnberg? Also, ja. Wenn ihr euch Mühe gebt, schnell fliegt und... Könnten wir schaffen. Es kommt auf das Wetter an. Aber könnten wir schaffen. Was machen wir? Was ist Daniel? Ja. Wir haben ihn in einem Tuch hierher gebracht. Wir werden ihn in einem Tuch mitnehmen. Vielleicht machen wir dann auch noch mal eine Nacht Rast, bevor wir nach Nürnberg kommen. Es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Sache für Liberiel, den hier so als, naja, Häufchen verbranntes Fleisch zu sehen und da drin ist ja die Freude in Natura. Mhm. Ja, jetzt, da ich ihn ja auch angesprochen habe, wird auch mein Blick auf ihm ruhen und man sieht so eine steile Falte, die ihr Gesicht verunziert. Auf ihrer Stirn stehen und ja, sie starrt auf dieses verbrannte Häuflein Elend, das da liegt. Das ist eigentlich nur so ein Klumpen Fleisch mit nur noch so Flügelstümpfen. Und ja, da liegt wirklich ihr Blick drauf, wie dran genagelt. Er ist ein sehr lebensfroher Engel. Das ist schön. Wird er denn wieder? Seinem Geist geht es gut. Aber er ist nicht in seiner Hülle. Vielleicht kann er dann in dieser Gedankenkathedrale arbeiten? Das tut er gerade. Das ist sehr fleißig von ihm. Er hinterlässt mir Wissen. Das ist sehr nett von ihm. Das ist gut. Er sollte so viel von seinem Wissen teilen, bevor er geht. Manches dieses Wissens ist entspricht nicht meinem Fachgebiet. Zetariel, ich habe vielleicht etwas, was auch an Daniel weitergeteilt werden sollte. Mhm. Ja. Er blickt auf. Ja, dann reiße ich den Blick los von Pandariel und schaue auch zu Daniel rüber und würde an das Bild dieser Feuerfliege und das Wissen, was mir Pandariel über sie gegeben hat, an Zetariel weitergeben zuerst. Und dann, vielleicht ist das wichtig für Daniel. Ja, ich spalte das an Daniel und Inariel ab. Die kriegen beide was davon ab, weil wir drei ja die Hauptkämpfer sind. Und da ist dann halt auch die Information drinne, dass das Feuer der Gabrieliten diesen Feuerfliegen überhaupt nichts anhaben konnte. Und im Gegenzug halt das Feuer dieses Wesens die Gabrieliten verbrannt hat. Dass das eine ganz neuartige Form von Traumsaat-Kreatur ist, die Pandariel noch nie gesehen hat und er hat dieses Zeug erforscht. Er hat Wissen darüber gesammelt. Ich hoffe, so ein Ding sehen wir nicht nochmal. Oder aber wir finden raus, wie wir sie vernichten können und sind dann große Helden oder sowas.
Ich meine, ich weiß, damit sollte man sich nicht so rühmen, aber man würde sicherlich ausgezeichnet werden. Es ist auf jeden Fall erstmal Wissen, dass im Himmel Gabriels gut aufgehoben ist, damit es in alle Jahre weitergetragen wird. Und wenn wir so einem Vieh begegnen, lass uns hoffen, dass es irgendeine Schwachstelle hat. Gut, wir sollten uns jetzt ausruhen, damit wir morgen relativ früh aufbrechen können. Wir haben eine weite Strecke vor uns. Ja. Gut. Liest Liberiel noch was in dem Buch oder lässt es sein, solange du keine Aufforderung dazu kriegst? Sie ist schon neugierig, aber sie weiß auch, dass Wissen gefährlich sein kann und man sich sicher sein muss, dass man reif dafür ist. Und deswegen wird sie auf die Kiste aufpassen, aber ohne Cetariels Befehl nicht weiter drinnen lesen. Okay. Sie ist verantwortungsvoll mit Wissen. Das ist ja ihre Aufgabe. Richtig, ja. Ja, der neue Tag kommt dann schnell. Wenn Lyriel nach dem Verletzten sieht am nächsten Morgen, sagen wir so, lange macht das nicht mehr, wenn er nicht versorgt wird. Mhm. Weiß nicht, ob das so eine schnelle, auf Schnelligkeit ausgelegte Flug jetzt dem Körper gut tut. Ja, ich tue, was ich kann. Also ich werde halt schon schauen, dass ich zumindest ein bisschen an Heilung spenden kann. Alles, was ich an Salbe da habe, mache ich halt auf Verbände und dann sehe zu, dass das die Haut halt zumindest. Solange sie nichts sagt, werde ich. Wir sitzen zusammen in einer Höhle. Solange du mich nicht davon abhältst, ich werde nach dem schauen und ich werde jetzt nicht super viel Kraft in den, aber zumindest sehen, dass ich mit Salbe die Haut so hinbekomme, dass der nicht einfach auseinanderpulvert. Keine Ahnung. Und ich werde halt sagen, also ich denke mal, ihr habt ja alle schon mal Brandwunden gehabt, jetzt wenn ihr euch die großflächig vorstellt, irgendwie, ne? Über den ganzen Körper verteilt, das nässt und eitert und. Cetariel, wie wichtig ist es, dass wir schnell ankommen? Ich meine, ich kann eine Spur bis hierher legen und die nächste Schar könnte ihn bergen. Dann würden wir schneller ankommen. Und ich denke, da wir nur einen Tag unterwegs sind, müsste er hier maximal 2 Tage ausharren. Dann. Quali, zieh mir bitte eine Karte. Immer diese Gewissensentscheidung. Das zweite Arcanum, die Begine in umgekehrter Bedeutung. Oh, das hat er nicht genommen. Ja. Falsche. Jetzt kommt das Richtige. So. Irrtum, Irrglaube, Oberflächlichkeit, Einbildung. Scheiße. Wird, wenn man das über Tod und Leben entscheiden muss. Das solltest du tun. Sag das mal, ihr habt gerade gleichzeitig gesprochen. Das ist eine sehr gute Idee, Naria, das sollten wir tun. Ich werde ihn nicht hier allein lassen. Selbst wenn du daneben sitzt, wirst du nichts tun können, sobald deine Kräfte aufgebraucht sind.
Hier wird ihn niemand finden. Kein Tier, kein Mensch, nur die Engel. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich... Nein. Selbst wenn ich nichts mehr für ihn tun kann, aber ich werde ihn nicht alleine hier liegen lassen, wehrlos und hilflos. Wenn es dich beruhigt, werden wir den Eingang der Höhle versiegeln. Sodass nur ein Engel des Herrn ihn öffnen kann. Die Höhle hier ist sauber. Ja. Dann ist die einzige Möglichkeit. Ist auf die Waffenkiste da hinten. Ich glaube nicht, dass er da dran kommt. Ja, das würde mich beruhigen. Gut, Daniel, ich glaube, das ist dann. Wir suchen mal große Steine. Naja, da Daniel denn die Bergkuppe gesprengt hat, wird da jede Menge große Steine sein. Für irgendwas war es dann doch noch gut. Könnte auch einen großen Schneeball rollen, also. Ist das ehrenhaft? Ist das gottgefällig, wenn wir unseren Bruder hier allein zurücklassen? Wir sollten ihn zum Himmel mitnehmen, damit er dort in allen Ehren Gott zurückgeführt werden kann. Und ihn nicht wie eine einfache Kreatur hier liegen lassen. Nein, natürlich lassen wir ihn nicht. Wir überlassen ihm doch nicht sein Schicksal. Wir passen schon auf, dass hier nichts passiert. Wer sagt uns, dass sofort jemand aufbrechen kann, dass sie eine Schar verfügbar haben, um ihn abzuholen? Daniel, verzeih, aber ich halte Gabrieliten für pragmatisch. Ein sterbender Engel ist ihnen sicher nicht viel wert, oder? Ja, bitte? Wenn er nicht einfach gefunden werden kann. Werden deine Brüder ihn holen? Sofort? Er ist ein Bruder meines Himmels. Also wenn es nach Daniels Erfahrungen mit dem Gabrielitenhimmel geht, wenn die Gabrieliten das entscheiden, ach, da liegt ein Verletzter, der nicht mehr kämpfen kann. Und das wichtige Wissen ist geborgen. Das haben wir. Also, ich habe euch erzählt, was mit Gabrieliten passiert, die in der Ausbildung scheitern. Warum? Ich möchte nicht garantieren, dass irgendwer aufbricht, ihn zu suchen. Ich drehe mich in Cetariels Richtung. Ich stelle die Flügel auf, soweit ich kann, und verneige mich sehr tief vor ihr. Bitte, lass ihn uns mitnehmen. Wir könnten ja... Sei barmherzig. Wir könnten ihn ja mitnehmen und Inaria fliegt voraus und sagt schon mal Bescheid. Dann könnte ja jemand uns entgegenkommen. Sie vielleicht. Dass ich barmherzig bin. Lass ihn richtig und schnell zu Gott gehen. Dass er im Himmel alle Ehren erhält. Es gibt da ein schönes Ritual. Also wenn du Daniel fragen würdest, wie das schnell geht, dann hättest du da eine ganz pragmatische Lösung. Geberiel, du kannst es dir selber ausrechnen. Dieser Körper wird den Flug bis zum Himmel der Ramieliten nicht überstehen. Wenn wir ihn über die Berge transportieren und wieder einer der Feuerfliegen begegnen, oder der Libellen oder anderen Traumsaatkreaturen, werden wir spätestens im Kampf entscheiden müssen, ob wir ihn dort zurücklassen
oder mit ihm untergehen. Das war meine Überlegung. Daniel hat es gestern Abend gesagt, wir müssen noch sehr viel aufmerksamer sein und uns besser aufstellen. Das können wir nicht, wenn wir so belastet sind. Und es sind Kreaturen hier. Wir sind ja nicht mal über die Kuppe gekommen und wurden zweimal angegriffen. Also naja, einmal und das zweite Mal. Wir wissen nicht mal, ob er diesen Tag überlebt. Es steht sehr schlecht um ihn. Naja, also dann er ist von Lyriel ziemlich gut versorgt. Also. Ist halt nur nicht reisefertig. Wir wissen nicht, ob er den Flug überlebt. Das ist richtig. Nicht wenn er schnell fliegt, ja. Richtig. Deswegen, wir wissen nicht, ob er diesen Tag überlebt. Dann überlebt er vielleicht hier in der Höhle und wird niemals abgeholt. Und überlebt auch so nicht. Dass er nicht überleben wird, das ist mir klar. Es geht mir nur um eine gottgefällige Bestattung. Die Riten. Damit seine Seele, seine Engelsseele, seine heilige Seele behütet und mit den Ehren, die er verdient, zu Gott gehen kann. Er ist ein Bruder. Was hält er denn davon? Er weiß, dass es schlecht um ihn steht. Dann lass ihn entscheiden. Das kann ich machen, ja. Mein Blick liegt auf Citariel die ganze Zeit. Dann beeil dich. Jawohl. Ich knie mich wieder hin, sage den Vers auf und betrete wieder die Kathedrale der Gedanken. Stehe ein bisschen in der Eingangstür. Hole tief Luft, versuche Ruhe zu bewahren und gehe dann in den in die lichte Schreibstube, die ich ihm geschaffen habe, mit leisen, etwas zittrigen Schritten. Ja, er ohne Flügel. Tanzt da gerade mit der Schankmaid. Dann bleibe ich in der Tür verstehen. Verzeihung, wieder auf die Füße getreten. Ich bin aber auch ein Schussel. Oh, so. Wie ich sehe, lernst du jetzt auch Tänze. Das ist schön. Aber Pandariel, ich habe schlechte Neuigkeiten. Du musst eine Entscheidung treffen. Ja? Ich setze mich mal an den Tisch auf einen der Stühle dort. Dein Körper ist verbrannt. Du wirst nie wieder fliegen können. Auch die heilenden Hände der Raphaeliten können sie nicht wiederherstellen. Der Weg ist zu weit und zu gefährlich, um zum Himmel der Gabrieliten zu bringen. Was willst du damit sagen? Ich soll dich fragen, ob wir dich in der Höhle zurücklassen sollen oder können oder ob wir dich mitnehmen sollen. Wie zurücklassen? Du wirst zurück zu Gott gehen. Frage ist, in der Höhle oder im Himmel der Gabrieliten? Du wirst nie wieder fliegen, nie wieder aus eigener Kraft deinen Körper bewegen können. Er ist zu zerstört. Deine himmlische Seele wird zurück zu Gott gehen und in seinem Gnaden wirst du vielleicht wieder einen Weg hier auf die Erde finden, um die Menschen zu beschützen, um Gott hier auf der Erde zu dienen. Ja, die Läuterung weite ich drauf hin. Mhm. Ja. Die anderen sagen, wenn wir dich mitnehmen, ist es eine zu große Belastung und eine Gefahr für die Schar. Was? Ich bin doch keine Belastung. Wir müssten deinen Körper mitnehmen. Und tragen.
Und da sind immer noch diese Feuerfliegen in der Nähe der Bergkuppe. Wenn wir in einen Kampf verwickelt werden, sie wieder angreifen, müssten wir deinen Leib irgendwo zurücklassen, im Zweifelsfall. Hier in der Höhle ist dein Leib sicher und kann sicher geborgen werden. Unsere Michaelitin könnte jetzt schon deine Himmelsseele vom Leib trennen. Dann ist nur noch dein Leib sicherlich hier. Also, weiß nicht. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ich verneige mich ein bisschen vor ihm, um die Tränen zu verbergen, die mir in die Augen steigen. Es tut mir leid, großer Bruder. Weiß nicht, ob ich bereit bin, einfach so zu gehen. Ich habe mir immer vorgestellt, während des Ritus zu gehen. Ich weiß, das stellen wir uns sicher alle vor. Doch so oder so wirst du in allen Ehren von Gott im Himmel empfangen. Ist das so? Bestimmt. Du hast alle Siegel erreicht. Du hast immer die Leute treu erfahren. Immer treu gedient. Ja. Ich habe die Läuterung verdient. Ich weiß. Doch ich habe das nicht zu entscheiden. Ich habe meine Michaelitin darum gebeten, dass wir dich mitnehmen, dass du die Läuterung erfährst. Dass du all die Riten, die du verdienst, erhältst. Mhm. Aber die mehr Ahnung von Taktik haben, sprechen gegen mich. Das heißt, sie will mich umbringen? Dann liegt dein Leib wenigstens nicht lebend in der Höhle. Aber dann kann ich gar nicht mehr alles zu Ende schreiben. Ja, ich weiß. Ich schaue bedauernd auf den Tisch, der wahrscheinlich voller Papiere ist. Ich wollte doch meinen eigenen Himmel auch noch so bauen. Dein Raum wird hier erhalten bleiben. Und ich werde dich immer in Erinnerung halten. Aber ich werde ihn nicht mehr sehen. Du kannst dir eine gleiche Kathedrale der Gedanken bauen, wenn du zurück auf die Erde kommst. Aber dann weiß man nicht mehr, was vorher war. Das mag stimmen. Will nicht einfach so weggehen. Ich will das auch nicht. Also werde ich Ihnen das sagen, dass du möchtest, dass wir dich mitnehmen. Ja. Bin nicht bereit zu gehen jetzt. Jawohl. Ich bleibe da auf dem Stuhl sitzen und flüstere. Dein ist die Suche. Dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen. Und schlage vor euch die Augen wieder auf. In den Tränen stehen. Ich finde das sehr interessant, weil die Zeit geht relativ schnell bei dir, ja? Während du da in der Kathedrale bist. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ein paar Sekunden? Ja, die Zeit vergeht anders. Also das kann man schwer einschätzen. Na gut.
Ansonsten wäre es echt interessant. Du machst die Augen zu und kriegst dann sofort Tränen in die Augen, machst du wieder auf. Ja, also so ungefähr, also es wird ein bisschen Zeit vergangen sein, es wird nicht so instant sein, weil das war jetzt auch ein längeres Gespräch oder so, aber im Normalfall kann man davon ausgehen, dass die Zeit anders vergeht in der Kathedrale, ja. Deswegen sind Rameliten ja auch in der Lage, in kurzer Zeit schnelle viel Wissen zu erlangen. Weil sie einfach da drin länger Zeit haben zu lesen und zu lernen. Und? Er wünscht sich die Läuterung. Wenn er schon nicht mehr leben kann, weil sein Körper zu zerstört ist, möchte er wenigstens die Läuterung erfahren. Und somit den gesamten Engelszyklus durchlaufen. Das ist der letzte Wunsch eines Sterbenden. Und was ich noch als Argument vorbringen kann, ist, dass während des Fluges er Zeit hat zu schreiben. Er hinterlässt mir viel an Wissen. Auch über das Ragulsland. Was uns vielleicht nützlich sein kann. Er ist schon im Sigil. Er hat viel, viel geforscht, viel, viel Wissen angehäuft. Ja, sein Avatar ist auch geschmückt mit vielen Ordensbanderolen, also die man halt als Auszeichnungen bekommt. Also. Entschuldigung. Sein Leib erkennt man es nicht mehr, aber sein Abbild in den Gedanken, dort trägt er all die Insignien seiner Auszeichnungen. Und er ist stolz darauf. Ich bin sicher, er hat viel geleistet. Zitat. Ich hätte gern noch eine Karte. Aber sicher das. Der Erzengel. In umgedrehter Bedeutung. Versuchung, Abstoßung, Makel, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit. Ja. Cetariel ist gerade unglaublich schwer zu lesen. Ihre ganze Körperhaltung ist angespannt. Obwohl, wahrscheinlich ist sie für Daniel tatsächlich noch am besten zu lesen, weil das ist die angespannte Haltung eines Kriegers, die da in dieser Höhle steht, über diesem verbrannten Körper und auf ihn runterguckt. Und die Versuchung ist groß, ihm seinen Wunsch zu erfüllen, ihn mitzunehmen zum Himmel. Aber Liberiel hat nicht erlebt, was Cetariel erlebt hat. Und Lyriel hat nicht erlebt, was Cetariel erlebt hat. Und Inariel hat nicht erlebt, was Cetariel erlebt hat. Und auch Daniel hat das nicht erlebt in dieser Form. Und sie steht da und in diesem Moment betrachtet sie diesen Körper weniger als Engel des Herrn, sondern mehr als Gefahr für sich und ihre Schar. Vor allem, wenn es jetzt in Gabriels Land geht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass dieser Engel seine Schar überlebt hat, weil er sich feige in seine Kathedrale zurückgezogen hat, als es brenzlig wurde. Und sie schaut ihn lange an und schweigend. Und dann schaut sie auf und schaut in die Runde und sagt,
Was immer ihr ihm an Segen mitgeben wollt, tut es jetzt. Denn wir können ihn nicht mitnehmen. Das ist mein letztes Wort. Jawohl. Ich brauche ihm keinen Segen mitgeben, denn er wird ja gar abgeholt. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, sie will ihn nicht lebend hier zurücklassen. Oh. Oder? Keine Reaktion. Ja, ich knie ja immer noch. Ich spreche wieder die Worte, um mich direkt bei Pandariel verabschieden zu können. Werde also, ja, wieder in den hellen Raum treten, mich vor ihm verneigen. Die Erinnerung an dich, Pandariel, wird hier immer ein Heim haben, solange ich auf der Erde wandle. Unsere Michaelitin hat gegen deinen Wunsch entschieden. Es tut mir unendlich leid. Was? Das kann sie doch nicht machen. Sie ist die Michaelitin. Dann ist sie eine schlechte Michaelitin. Was ist denn das für eine Entscheidung? Es ist ihr Befehl und ich werde mich dem nicht weiter widersetzen. Ich habe schon genug dagegen gesprochen. Vergib mir. Das könnt ihr nicht tun. Ich wünsche dir Gottes Segen und Gottes Liebe. Er tritt auf dich zu und fängt dich an zu schütteln. Nein, das könnt ihr nicht machen! Leb wohl im Himmel. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Dabei schaue ich ihm in die Augen, die ertrinken in Tränen. Und dann bin ich weg und schlag die Augen vor euch wieder auf. Ich stelle mich vor, in den recht geschundenen Körper, falte die Hände. Pandariel, du hast deine Aufgabe für deine Schar gut erledigt. Du hast das Buch geborgen und bei dir behalten. Du hast uns alles an Wissen mitgegeben, was wir brauchten. Ich danke dir und wünsche dir das alles Gute. Ich hoffe, du kannst die Entscheidung verstehen und verzeihen. Und dann packe ich, packe meine Sachen und gehe schon mal raus aus der Höhle. Ich will jetzt weg. Ja. Für Pandariel können wir nun nichts mehr tun. Nimm ihn bitte wieder in dein Licht auf und beschütze ihn mit deiner liebenden Hand. Wir bitten darum, gib ihm ein Heim in deinem herrlichen Reich. Gebe uns die Kraft, über diesen Verlust hinwegzukommen und mit dieser Entscheidung zu leben. Danke. Während ich meine Sachen gepackt habe und schon am Eingang stehe, das noch höre, murmle ich nur so leise Amen und gehe raus. Zitariel. Bist du dir wirklich sicher, dass wie soll ich das sagen? Meinst du nicht, es wird auf deiner Seele lasten? Für immer? Wenn
Lyriel, das ist nicht fair. Sie ist die Michaelitin. Sie muss schwere Entscheidungen treffen. Wir haben doch schon mehr als genug gegen sie gesprochen. Sie ist die Anführerin. Ich bin sicher, sie trifft diese Entscheidung nicht leichtfertig. Das habe ich ja auch nicht behauptet. Eine Welle von unterdrückter Anspannung, Schmerz, gepaart mit einem unglaublich schrillen, schrecklichen Todesschrei, halt durch den Gedankenkanal, bevor die Schotten zufallen und die Verbindung zwischen uns allen gekappt wird, wie ein Henkersball. Und Cetaria steht einfach, sie hat euch den Rücken zugedreht, ihre Schultern sind angespannt, ihre Flügel sind angespannt, ihre Hand um den Schwertgriff ist verkrampft, die Knöchel treten weiß hervor. Aber sie sagt nichts, sie dreht sich nicht um, sie guckt dich nicht an, sie guckt auf den Körper vor sich. Und wie gesagt, die Verbindung zwischen uns allen ist weg. Oder auch nicht. Ich glaube, wir brauchen mal ein kurzes Intermezzo. Einmal 5 Minuten Erholung, bis wir weitermachen. Bis gleich.
Ich merke gerade, ich war gemutet. Also, wir kommen zurück. Letzte Szene, Zitarel hat sich abgewandt und hat euch geflutet mit Emotionen, bevor der Kanal geschlossen wurde. Muss jetzt handeln oder kann jetzt handeln und die anderen können jetzt auch handeln. Wenn sie denn handeln möchten. Ja. Ich schnapp mir da jetzt dann mal die erste Handlung und zwar wird Lyriel sich zwischen Zitarel und Pandariel stellen. Und Zitarel, es geht noch anders. Ich warte erst mal. Daniel und wend mich halt Daniel zu. Also ich weiß, dass das in unserem Himmel waren auch andere Engel zu Besuch. Gibt es bei euch auch Raphaeliten? Das musst du mir jetzt sagen, Koali. Oh, ein paar. Weniger ein paar Engel, mehr es. Menschen, aber es gibt halt überall Vertretungen in den Himmeln der anderen Orden. Ein paar gibt es. Gut. Also, Zitarel, wie wäre es denn damit? Ich bleibe hier, lass mich ausreden. Ich bleibe hier und passe auf Pandariel auf. Ich kann ja immer noch ein bisschen was für ihn tun. Ich habe immer noch ein wenig Salbe und mit Wasser und auf jeden Fall kümmere ich mich um ihn und dass es ihm weiterhin gut geht und ihr fliegt und ich, also vielleicht kann Inaril ja auch noch vorausfliegen und ihr sagt Bescheid und wenn es dort einen oder vielleicht auch mehrere Raphaeliten gibt, können sie ja herkommen und dann könnten wir dafür sorgen, dass wir Pandariel zumindest transportieren können. Und dann kann er die Läuterung bekommen und seinen letzten Willen. Und dann, das wäre doch, dann wärt ihr schnell im Himmel des Gabriel und ich kann ja dann nachkommen, sobald die anderen Raphaeliten hier sind. Wo guckst du denn hin, während du ihr das sagst? Naja, sofern sie mich anguckt, gucke ich ihr ins Gesicht. Also in die Augen. Und sieht halt, dass ich wirklich richtig flehenden Blick habe, weil... Ja, gut, dann ist das so. Aber Lyriel, also sagen wir mal so... Ihr habt aber auch kein Glück heute. Sagen wir mal so... Du hast ja gehört, dass die Gabrieliten die Todesengel sind. Du könntest gerade zweifeln, dass es die einzigen Todesengel sind, die auf Erden weilen. Der Blick in Zitariels Augen hat eine unnatürliche Endgültigkeit. Du weißt, sie hört dir zu. Du siehst, dass sie deine Worte auch versteht. Aber die scheinen auf keinen fruchtbaren Boden zu fallen. Wenn du ihm deine Segen mitgeben willst, dann tu es jetzt. Ich kann ihn so nicht sterben lassen. Und ich kann auch nicht verantworten. Du bist für unsere Entscheidungen zuständig, das weiß ich. Ich hatte ja gerade eine Idee und vielleicht ist sie ja auch nicht so gut. Aber ich weiß es nicht. Für mir würde es schon sinnvoll erscheinen, aber
Weißt du, ich bin Raphaelitin und ich bin zuständig für unsere aller Gesundheit und ich bin auch für unsere geistige Gesundheit zuständig. Und ich glaube nicht, dass es uns allen zuträglich wäre, das so enden zu lassen. Das. Nein. Ich schaue halt von daher, dass nein, das können wir nicht tun. Das ist richtig. Wir können es nicht tun. Aber ich. Cetariel. Ich weiß, du bist die Michaelitin und du triffst die Entscheidungen. Aber jetzt fordere ich nicht Demokratie. Völlig vom Glauben ab. Wir nehmen die in der Gruppe. Jede Meinung zählt gleich. Aber dieser Ramielit hat gekämpft. Und er hat mehr geleistet, als wir alle zusammen. Er trägt, wie Liberiel gesagt hat, seine Auszeichnungen mit Stolz. Diese Schar wurde von Traumsaat vernichtet und er ist der Einzige, der ihrem Andenken irgendwie noch Ehre zuteil kommen lassen kann. Er verdient ein Ende mit allen Würden. Wenn er kämpfen würde, wäre er hier. Wenn er seiner Stimme Gewicht geben wollen würde, wäre er hier. Liberiel hat ihm meine Entscheidung mitgeteilt. Wenn er dem widersprechen würde, wäre er hier. Die Frage ist, ob dieses Häufchen Elend da überhaupt noch sprechen kann. Er würde schreien, er würde weinen, er wäre hier. Nein, gemacht. Er wäre nicht hier. Er wäre ohnmächtig vor Schmerz oder würde wahnsinnig werden. Aber wenn noch einige andere Raphaeliten helfen kommen, dann könnten wir ihm wenigstens die Läuterung gewähren. Sie werden nicht kommen. Ein Raphaelit, der zu einem Hilfsbedürftigen gerufen wird, kommt. Sie werden nicht kommen. Man wird sie nicht gehen lassen. In Gabriels Land wird häufiger gekämpft als irgendwo anders. Die wenigen deines Ordens, die da sind, werden im Himmel gebraucht. Und ich will verdammt sein, wenn der Leiter des gabrielitischen Himmels wegen eines sterbenden Engels seine Heiler ausschickt. Er kämpft anders. Ich vermute, er sitzt in dem Raum, dem ich ihm zugeteilt habe, in meiner Kathedrale und schreibt hektisch und panisch jedes Wissen auf, solange er kann. Verzweifelt, dass es zu Ende geht. Nicht so richtig annehmen könnt, dass es zu Ende geht. Das sein Wissen wahren. Und ich bin gerade die Einzige, die aufnehmen und weiter wahren kann. Dann tut er gut daran. Also wird er jetzt nicht aufwachen, schreien und zucken oder stöhnen und zucken. Das ist sein Kampf. Jedenfalls, dass er
genau das tut. Während die da drin, ich höre immer mal einzelne Wörter. Es klingt nicht nach Abschied, sondern eher nach einer Diskussion. Ist besser? Sag mal nochmal, was du gesagt hast. Ich bin ja rausgegangen. Test 1, 2, 3, sind wir zu hören? Du ja. Okay, Hä? Wir haben das gleiche Mikro, wir sollen beide zu hören. Jetzt. Irgendwas an, was nicht an sein sollte, an sein müsste. Ich habe heute schon den ganzen Tag immer mal Einbrüche im Internet gehabt, dass Videos gestockt haben. Mal gucken. Geht es jetzt? Oder? Jetzt ja. Gerade geht's ja. Ja, ich war ja draußen und habe ja eigentlich schon mit der Situation abgeschlossen und höre jetzt aber immer mal wieder so einzelne Wörter und es klingt nicht mehr nach Abschied, sondern eher nach Diskussion. Da würde ich mal wieder zurück reingehen. Ja, ich werde nicht mehr in deiner Sichtweise. Das letztes Wort ist dann, ja, damit stehe ich auf und trete neben sie. Dann stehe ich hinter dir. Du bist mich drin. Deine Entscheidung ist richtig. Das ist der Auftrag Gottes an dich. Entscheiden und führen. Ja, damit trete ich so schräg hinter sie. Wie so eine Rückendeckung vielleicht. Oh. Sie ist zwar unglücklich mit der Situation, aber steht jetzt hinter Zetariel. Mit hängenden Flügeln, ohne Spannung, aber sie steht da. Wenn du ihm nichts mitgeben willst, tritt beiseite. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Ich, Mann. Dreh dich um, sieh ihn an. Er kommt seiner Aufgabe gerade nach. Sieh ihn dir ganz genau an. Ja, ich sehe ihn. Ich kann ihn am genauesten von uns allen ansehen. Du drehst dich um und guckst ihn an? Nein. Schade. Dann wird das jetzt hässlich. Michaels Kräfte. Mhm. Los. Lyriel. Endlich mal nicht, PvP dass, hier. Ich glaube nicht, dass Zetariel das gerne macht. Wir haben... Das sage ich doch auch gar nicht. Ich sage nur, dass ich das so nicht geschehen lassen kann, weil es für niemanden das Beste ist. Zetariel lastet das auf ihre Seele und Pandaria kann die Leute um mich erfahren und das... Nein. Ich kann akzeptieren, dass ich ihn nicht retten kann, ihn nicht wiederherstellen kann. Aber ihm zumindest die letzte Ehre erweisen. Das möchte ich geleistet haben. Und dafür habe ich eine Lösung angeboten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Raphaelit, der zu Hilfe gerufen wird, zu Hilfe kommt. Und wenn es nur einer ist, das würde genügen, um Pandariel transportieren zu können.
Ja, ich gehe ein paar Schritte auf dich zu, heb so ein bisschen die Arme. Dann sieht Inariel so ein bisschen unschlüssig aus, was er tun soll, und steht so neben dir. Als Cetaria spricht, hast ihre Stimme einen äußerst dunklen, bedrohlichen und einschüchternden Klang. Es ist die schlimmste Stimme, die Lyriel sich vorstellen kann. Sie hallt durch die Höhle wieder, scheint von den Wänden zurückgeworfen zu werden und wie eine Art schräger Kanon in deinen Gehörgang zu dringen. Wer bist du, Lyriel? Ich bin ein Engel des Raphael. Ich schenke Leben. Dann ist dies hier nicht deine Aufgabe. Wer bist du? Ich bleibe dabei. Ich bin ein Engel des Raphael. Ich schenke Leben, ich sorge für Gesundheit. Und in Daniels Kopf hallt es gerade wieder. Ich bin ein Bote des Herrn, ich bin ein Streiter des Lichts, ich höre und gehorche. Das ist die passende Antwort. Warum kommt sie nicht drauf? Das Erste, was jeder Gabrielit lernt. Cetariets Aura verändert sich. Und ich möchte Tohuwabohu auf Lyriel anwenden. Beschreib mal was den Leuten, was das macht, weil die kennen das nicht. Die Kraft Tohuwabohu der Michaeliten kann dafür sorgen, dass ein Charakter oder eine ganze Masse an Leuten in heillose Panik verfällt. In Angst dass sie weg von ihm wollen. Vor allem aus seinem direkten Sichtfeld raus. Und aus Lyriets Sicht wird das ungefähr so aussehen, als würde Cetaria wachsen. Als würde sie vielleicht sogar anfangen zu leuchten in diesem göttlichen Licht des Richtens vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verkörpert sie halt im Moment den richtenden Gott. Dieser nicht Galadriel-Effekt, ne? Genau, also so ein bisschen Galadriel-Effekt. Weniger Dunkelheit, mehr Gesetz, mehr Ordnung, mehr Rechtschaffenheit, göttliches Gebot. Und Cetaria schaut auf dich ab und ihre Bernsteinaugen scheinen zu glühen. Lyriel, die neben ihr steht, wird das mitbekommen und auch sie kriegt diese Aura mit, obwohl sie nicht auf sie gerichtet ist. Was wahrscheinlich der einzige Grund ist, warum sie nicht wegläuft. Und sie guckt Lyriel an. Du, Lyriel, Engel des Raphael, bist ein Engel des Herrn. Du hörst und du gehorchst. Und wenn du nicht in der Lage bist, dies zu tun, wird es Zeit, dass du dich auf den Weg begibst, dich vor unserem Schöpfer zu verantworten. Und jetzt geh mir aus dem Weg! Ich nehme mal an, dass diese Kraft auf Engel genauso wirkt wie auf alle anderen. Von daher. Also man kann unter Menschen Massen damit ein heilloses Durcheinander stiften, aber ich denke, zielgerichtet und
gerade fokussiert, kann das durchaus auch einen Engel treffen. Beryl geht hinter Cetariel auf die Knie, auf ein Knie runter, wie man sich vor einer Anführerin zu verneigen und zu verbeugen hat. Ja, da Rennen jetzt nicht unbedingt Nuriels Sache ist. Also sie wird sich wahrscheinlich einfach auf der Stelle zusammenkugeln. Also einfach quasi fallen und die Flügel um sich und so klein machen, wie es geht. Und ja, Panik halt, ne? Und man hört Schluchzen. Ja, ich stand ja jetzt schon so neben dir, hatte vorhin schon überlegt, ob ich dich in den Arm nehme. Dann war ich, das ist doch ein bisschen merkwürdig gewesen für Inariel. Jetzt gehe ich neben dich und lege so einen Arm um diese Federkugel eigentlich, die sich ja. Ja, du merkst richtig, dass sie bebt und zittert und halt wirklich das Schluchzen durch ihren ganzen Körper geht. Und Daniel, wenn du diesem Krieger den letzten Respekt zollen willst, tu es jetzt. Dann bring sie heraus. Daniel geht zu diesem, ich nenne es jetzt mal Häufchen Elend. Welches? Also, ich wollte gerade fragen. Zu dem verbrannten. Zack, Häufchen zack, Elend. Beide weg. So. Okay. Kniet sich dann daneben, legt seine Hand auf etwas, was vielleicht irgendwann mal eine Schulter gewesen sein könnte. Möge unser Vater deine Seele mit allen Ehren empfangen. Er beißt sich danach auch auf seine Lippen. Steht dann auf. Geht zu Lyriel und Inariel, die ja da wahrscheinlich jetzt beide ziemlich ähnlich gekauert sitzen. Ja, nur, dass ich sie tröste, nicht selber kaue. Es ist besser, wenn wir gehen. Ich versuche auch mit Daniel zusammen Lyriel zum Bewegen zu bringen. Im Zweifelsfall heben wir sie hoch zur Seite. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn sie. Ich sag das dann noch. Ich glaube, es ist besser, wenn sie nicht zwischen Cetariel und ihm steht. Und ich vielleicht auch einfach mit Daniel zusammen so unter einen Beinen und hoch. Es ist zwar ein bisschen unwürdig und irgendwie nicht so toll, aber tragen sie zur Seite. Ich würde sogar sagen, wir gehen mit ihr raus, dass sie das gar nicht mitkriegt. Ja, Juria wird sich nur noch weiter zusammenkugeln, also Kopf zwischen den Beinen, die Flügel so weit es geht. Wenn man ja. Okay. Sobald Juria weg ist, fällt auch die Aura und Cetariel zusammen. Das Leuchten verlässt ihre Augen. Sie steht immer noch sehr militärisch da, aber gebrochener. Und auch wenn man keine Emotionen auf ihrem Gesicht sieht, kann man etwas an ihrer Körperhaltung ablesen, dass ihr das nicht geschmeckt hat, das jetzt tun zu müssen. Und sie wirft einen Seitenblick auf Lyriel, die aber scheinbar beschlossen hat, hier zu bleiben.
Liberiel? Liberiel, aber ja. Die kniet immer noch in so einem halben Schritt hinter dir. Scheint auch keine Anstalten zu machen, zu gehen. Hat den Kopf gesenkt. Jetzt, wenn dann die Aura fällt, wagt sie auch nach ein paar Herzschlägen mal aufzublicken. Aber sie steht nicht auf. Sie scheint bleiben zu wollen. Zitarie zieht ihr Schwert, schneidet sich beim Ziehen in den Daumen und malt dem verbrannten Engel das Engelskreuz auf die Stirn. Und dann dreht sie es in einer fließenden Bewegung um und stellt es vor sich auf dem Boden ab, während sie die Hände darum faltet, in die Knie geht und du warst nackt, als Gott dich auf diese Welt schickte. Und ebenso verlässt du sie nun. Wie Gott dir das Leben schenkte, so nimmt er es zurück. Preise ihn dafür. Deine Gestalt ist jämmerlich vor Elend. Und wir rufen dich an, Vater. Nimm ihn wieder auf. Genauso wie ein Baum nur wachsen kann, wenn er gerade gehauen ist, können wir dir dienen, wenn wir im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Und sieh nur, er ist macht- und kraftlos, mein Vater. In welche Zukunft er auch gehen mag, das weiß ich nicht, doch ich lege meinen Bruder ganz in deine Arme. Du wirst ihn retten. Sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht und habe keine Angst. Denn unser Vater begleitet dich, wohin dein Weg dich auch führt. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir in deiner letzten Stunde und ich segne dich. Amen. Und dann zieht sie das Schwert und in einer fließenden Bewegung stößt sie es ihm in die Brust, mitten durchs Herz. Stille legt sich über die Höhle. Aber die Entscheidung ist getroffen und durchgeführt. Dann wird sie ihr Schwert wieder rausziehen. Das Blut abwischen. Wegstecken. Liberiel einen langen, ausdruckslosen Blick zu werfen. Die Verbindung ist immer noch nicht zurückgekehrt zwischen allen von uns und dann. Wir fliegen jetzt. Jawohl. Ja, dann sammle ich die restlichen Sachen ein, die da liegen geblieben sind. Trage die raus, verteile sie draußen. Die Kassette mit den Seiten behalte ich bei mir. Und ja, werde mich dann mit auf den Abflug vorbereiten. Ja, draußen werden wir sicherlich Lyriel irgendwie versuchen, also jedenfalls Inaria versucht sie zu trösten. Es dauert jetzt nicht ganz so lange, aber tatsächlich kommt Inaria auf die Idee, eine Kraft anzuwenden, und zwar Assisi, um was könnte denn hier sein, vielleicht irgendwie Baumarder oder sowas zu rufen. Mhm. Ja, kleine Tiere schwärmen, also es dauert ein bisschen, aber wie so zwei, drei von so kleinen pelzigen Geschöpfen hoppeln durch den tiefen Schnee. Wenn die näher kommen, würde ich so mit dem Finger sie so ein bisschen locken. Sie finden mich ja jetzt eher interessant. Und dann sage ich auch, Lyriel, schau mal.
Schau sie dir an. Hemmungsloses Schluchzen und erstmal keine Reaktion. Dann werde ich den so ein bisschen näher locken und auch zu ihr, wenn sie sehr so gekauert ist, vielleicht so auf den Schoß, dass sie dieses Fell spürt. Eine ganz klitzekleine Lücke in den Flügeln entsteht und vielleicht guckt ein verdrehtes Auge ein bisschen auf das Tier. Guck mal, diese Knopfaugen. Ja. Ich schütze so ganz langsam die Hand aus. Streichel einmal drüber. Die sind schon niedlich. Ziemlich, oder? Ja. Und weich. Streichen Sie drüber. Ja, ich versuche noch mal ein bisschen ruhiger zu atmen wieder. Ja, konzentriere mich einfach nur auf das Tier und schaue dem zu und wenn das so ein bisschen näher kommt, streichle ich das auch noch mal ein bisschen. Ja. Konzentriere mich nur noch auf die Atmung und auf das Tier, was da so rumtollt. Und beruhige mich dann halt auch langsam. Langsam, aber ja, das Schluchzen wird weniger und ja, irgendwann kommen auch keine neuen Tränen mehr und ja, schau halt zu, wie die Tiere da so ein bisschen rumtollen. Ein Glück habt ihr Inari. Man könnte fast sagen, ihn schickt der Himmel. ja, aber es wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, weil so lange bleibt er ja da nicht in der Höhle, bis ihr rauskommt. Ja. Will Daniel den Leichnam verbrennen mit dem Gabriels Schwertfeuer noch oder willst du ihn dann liegen lassen? Er würde den verbrennen. Er würde dabei nichts sagen. Er würde aber dabei immer wieder denken, beziehungsweise in Gedanken sagen, wir haben's versucht. Es tut mir leid. Ja. Vielleicht schwillt irgendwo im Hinterkopf dieser Gedanke mit, was der Ausbilder immer gesagt hat, wenn ihr Prüfungen nicht auf Anhieb bestanden habt und ihr euch herausreden mit, ich hab's doch versucht, und dann kommt immer, versuchen ist nicht schaffen. Seit die Art der Gabrieliten mit ihren Schwächlingen umzugehen. Und gerade Daniel hat ja gerade diesen totalen Gewissensblick, obwohl das jetzt eine andere Art von Kampf ist, denn sowas hat Daniel noch nie als Kampf aufgefasst bisher. Doch. Naja, wer weiß schon, was in den Kopf eines Gabrieliten vorgeht, wenn er Situationen einschätzt, mit denen er noch nie vorher konfrontiert wurde. Ja, Zitariel hat ja gerade die Verbindung unterbrochen, also von daher wirst du das auch nicht wissen. Das ist richtig. Ja. Ja, Zitariel tritt irgendwann an euch vorbei
schaut einmal in die Runde. Sie hat den Schulterschutz des gefallenen Michaeliten hat sie an ihrem Gürtel, an ihrer Hüftkordel hängen. Und schaut in die Runde und sagt, Abmarsch bereit machen, wir fliegen. Inaria fliegt vorweg, wir anderen folgen. Ja. Pack auch meine Sachen. Und so verlässt die Schar die Höhle in den Alpen mit einer radikalen, aber vielleicht nötigen Entscheidung, die getroffen werden musste. Was das noch für Auswirkungen hat, wird sich zeigen. Und wir blenden, nachdem jeder Engel vom Boden abgehoben ist, ein mehr oder minder mit gutem, schlechtem Gefühl. Ich glaube, das schlechte Gefühl überwiegt. Hatten sich die Engel vor ein paar Stunden noch als Schar zusammengefügt und eins gefühlt, das erste Mal in ihrer Reise, bröckelt diese Sache wahrscheinlich jetzt schon nach der ersten schwierigen Situation, die zu meistern ist. Und dabei hat das noch nicht mal viel mit eurer Aufgabe zu tun. Das Leben eines Engels ist hart. Und wir sehen beim nächsten Mal, wie es weitergeht und was die Engel erleben, wenn sie in das Land des Todes eindringen. In Gabriels Land wird so genannt. Das Land, in dem die Todesengel regieren, heißt nicht umsonst so. Wir werden es erleben und ich bedanke mich dafür, dass ihr jetzt mit so krass mitgespielt habt. Loki tat mir ein bisschen leid. Reines Kompliment an Feder. Es tut mir so leid, ehrlich. Nein, alles gut. Ich wusste, ob ich mich anders Es war auch alles, nicht so geplant, aber wir nehmen, was da kommt. Eine gute Geschichte ist es allemal. Wenn auch eine ziemlich heftige Geschichte. Niemand hat behauptet, wir spielen in einem netten Universum. Nein. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze mitgemacht und durchlebt habt. Ich hoffe, es war nicht zu fies. Und ihr da draußen, ich hätte einen Disclaimer vorne wegsetzen sollen. Vielleicht mache ich das demnächst, wie ich das bei Vampire auch mache. Vielleicht ist das ganz angebracht in diesem Setting hier auch, jetzt, wo wir das mal alle hier durchstehen mussten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum Ende geblieben seid oder später zuschaut auf YouTube. Könnt euch die Mühe machen und auch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr es fandet. Ob ihr genauso entschieden hättet, ob euch vielleicht noch eine Entscheidung einfällt, auf die Spielerinnen und Spieler gar nicht gekommen sind. Ja. Vielen Dank für jedes Like und für jeden Kommentar, weil die sind echt immer schön zu lesen. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Rollenspiel-Streams, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Über Yamera läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und jetzt könnte ich dem... Und hier auf Twitch, da ist die Adresse vom Nordpol. Da gibt es jeden Tag mindestens einen, meistens mehrere andere Rollenspiele, außer dieser Runde hier noch. Keine Ahnung, die üblichen Sachen, Cthulhu, DSA, D&D, aber auch schöne, viele Indie-Systeme hin und wieder mal, von denen man noch nicht so viel gehört hat, wie zum Beispiel Engel. Und wenn euch das interessiert, schaut da vorbei und schaut mal auf den anderen Kanälen, die tolle Sachen bieten und tolle Geschichten erzählen. Ja, und wann gibt's das nächste Mal was von, wo fange ich denn mal an? Ja, Mera und Hotney, weil ihr spielt ja immer... Im Duo? Außer morgen. Außer morgen. Morgen bin ich bei Bioings DSA-Runde zu Gast. Da sind wir in der Charyptik, nennt sich das, glaube ich, unterwegs. Und müssen jetzt erstmal zum Arzt. Ja.
Ja, und dann sieht man uns bei uns auf unserem Kanal. Wir sind ja jetzt auch mit einem Kanal auf Twitch vertreten. Genau, da sieht man uns zusammen mit Feder und Fridolin und Hotney habe ich als Spieler. Wir spielen Arcane Codex, unsere Echsenmenschenrunde. Die Charaktere laufen gerade durch die Wüste. Ihr Ziel ist das Gelege des Stammes und dieses wurde angegriffen. Und wir werden mal herausfinden, was sie da in Überresten finden und wie sie damit umgehen werden. Und am Sonntag wird die nächste Runde, die wir bei Inkling gespielt haben, unsere Wechselbalkrunde 1969 in Edinburgh, wird als Premiere live geschaltet. Da könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Inkling vorbeischauen und da gucken, wie unsere Feen Samhain anfangen zu verbringen und zu feiern. Und welche Schatten sich zu Samhain beginnen zu sammeln. Ja. Ich muss das hier jedes Mal nachgucken. Ich muss mir mal. Ah ja, okay. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr den Inkling findet. Moment. Na, das war nicht. Da findet ihr alle YouTube- und Twitch-Kanäle von Leuten aus dem Nordpol. Da ist auch der Inkling verzeichnet. Da könnt ihr einfach mal drauf gucken. Dann findet ihr den ganz schnell. Ansonsten, wenn ihr es auf YouTube schaut, ist über Yamera in dem i wahrscheinlich der Kanal auch verlinkt. Also falls keine Ausrede, falls ihr diese Premiere verpassen sollt. Ja, D-Rex. Wann gibt es das nächste Mal was von dir? Und wo? Bei uns geht es in etwas weniger als 14 Tagen weiter am 28. bei Rereon auf dem Twitch-Kanal und zwar mit Vampire the Masquerade Dark Ages. Da werden wir wahrscheinlich jetzt endlich mal dazu kommen, unserem Auftrag nachzugehen und diese Feste, die wir da vorgefunden haben, ein bisschen aufzubauen. Ja, cool. Vampire in der VR-Edition, in Vampire Rereon. Einen Blick wert. Genau. Und Feder, wann gibt's was das nächste Mal von Feder und wo? Ja, das wurde ja gerade schon angekündigt. Ansonsten bin ich das nächste Mal erst wieder bei Engel am 31. dabei. Ein bisschen ruhig bei Feder gerade. Aber ja. Hinter den Kulissen arbeitet sie. Mhm. Ich habe jetzt da so Sachen gehört. Gibt es denn einen Termin für deine Wechselbalkrunde, wann die weitergeht? Ich war bisher ganz leider noch nicht. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, da Termine zu finden. Ja. Tja. Schade. Schade, schade, ja. Ja, Hotney haben wir ja eben schon abgefrühstückt. Lukis Vibe. Gibt es dich irgendwo anders jetzt in der nächsten Zeit zu sehen? Nee, bisher steht da noch kein Termin fest. Also momentan bin ich wieder Engel-exklusiv. Yay. Ja, cool. Danke nochmal fürs Zuschauen, danke fürs Mitspielen. Wir machen jetzt gleich ein ganz, ganz kurzes After-Stream-Ding noch für unsere Patreons. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und wenn euch das interessiert, schaut ihr mal unten drunter. Ich kann es auch immer eingeben. Da gibt es ein bisschen extra Content, wenn ihr das müsst. Zum Beispiel die Afterstreams, wo wir noch ein bisschen über die Runde reden. Sind meistens so 15 Minuten. Manchmal ist es aber auch fast eine Stunde lang, wie bei zum Beispiel beim Klingen der Nachtstream, dem letzten. Da hatten wir viel zu besprechen. Ja, und wenn euch das interessiert, schaut da vorbei. Und ansonsten sage ich, puh, krasse Runde, aber hat irgendwie doch Spaß gemacht. Und Tava hat schon gefragt, sie hofft, dass das nicht so schlimm war für die Spielerinnen und Spieler. Ich denke, das war auf eine Art schlimm, aber ich hoffe nicht auf eine böse Art, weil Loki lächelt schon wieder, guck. Das Schlimmste ist nicht in der Geschichte passiert, sondern das Schlimmste ist für mich, dass Loki anfängt zu weinen. Ich finde das immer
viel, viel bewegender, wenn ich Mitspieler oder der Spieler, der anfängt zu weinen. Ich kann da nicht durch die Kamera greifen und den die weinende Person in den Arm nehmen. Das ist viel schlimmer. Das ist Dramatik im Spiel. Ja, also fühle ich mal ganz fest in den Arm genommen und geknuddelt. Ja, danke. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe auch, das ist bei mir, wie gesagt, das ist ein reines Kompliment an Feder, dass sie mich halt ne, so sehr, also ne, das, ich fand das einfach richtig packend. Und das ist, ich weiß nicht, wer zum Beispiel mal im Hamburg Dungeon war, da habe ich auch in einem Raum geweint, weil da war eine packende Geschichte und dann nimmt mich das mit. Also das ist schon in Ordnung so. Also ich komme drüber weg. Keine Sorge, wir machen unsere Spielerinnen nicht kaputt. Hoffe ich. So, also bis zum nächsten Mal. Wenn alles klappt, ist das in 2 Wochen. Dann sehen wir, wie es mit der Engel weitergeht. Bis dahin fühlt euch wohl unter dem Schatten der Engelsflügel. Gute Nacht. Tschüss. Bye, bye.